Die Hannover Messe hat ihre Tore geöffnet und die Veranstalter erwarten in diesem Jahr 130.000 Besucher. Diese Industriemesse ist auch in diesem Jahr wieder zum großen Teil eine IT-Messe. Wir haben uns mal auf dem Messegelände in Hannover umgesehen. Auf einer Industriemesse erwartet man vor allem Industriekomponenten, Elektrotechnik, Förderbänder und Maschinen. Und die gibt es auf der Hannover Messe traditionell und auch in diesem Jahr reichlich. Die Hallen sind voll mit kleinen und großen Komponenten. Das beginnt bei Kabeln und Steckverbindern. Über die informierte sich am Dienstag auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei seinem Messerundgang. Außerdem gibt es autonome Lagerroboter und viele, viele Roboterarme. Ohne einen Roboter, der Bildschirme über einen Messestand bewegt, ist es einfach keine Hannover Messe. Ein bisschen Geschichte zwischendurch. Aus einer Halle der Hannover Messe ging 1986 mal die CeBIT als eigenständige IT-Messe hervor. Seit dem Ende dieser Messe im Jahr 2018 kehren auch die IT-Firmen wieder zur Hannover Messe zurück. Und so gibt es in diesem Jahr ganze Hallen voll mit klassischen IT-Anbietern. Vor Ort ist zum Beispiel die Facebook-Tochter Meta, die Vorzüge von Virtual Reality fürs Arbeitsleben und in der Industrie präsentiert. Ebenfalls vor Ort sind die großen Cloud-Anbieter Google, Microsoft, Amazon AWS und Cisco. Die zeigen, was ihre Clouds so können, innerhalb und außerhalb von industrieller Fertigung. Hier werden vor allen Dingen Daten gesammelt, auf Dashboards präsentiert und ausgewertet. Diese Hallen fühlen sich ein bisschen an wie die CeBIT zu besten Zeiten. Die Hallen sind nicht ganz so voll, aber es gibt 3D-Drucker an den Ständen, fliegende Drohnen, Software-Demos und immer mal wieder natürlich ein Roboterarm. Im Jahr 2024 darf auf einer IT-Messe natürlich ein Thema nicht fehlen: künstliche Intelligenz. Hier werden Anomalien in Industrieanlagen detektiert und generative KI hilft beim Planen von Industrieanlagen oder Schaltschränken. Dazu gibt es eine Bühne mit Vorträgen über AI in Industry. Wie immer gibt es auch dieses Jahr ein Motto. Es geht 2024 um Energie für die nachhaltige Industrie. Das Motto hat sich aber eigentlich nur bei einer Handvoll Stände so richtig rumgesprochen. Hier und da findet man mal Windkraftkomponenten, ein Photovoltaikmodul oder eine E-Ladesäule, aber jetzt auch nicht mehr als in den vergangenen Jahren. Industrie 4.0, auch das war mal ein Motto der Hannover Messe, liest man dieses Jahr fast nirgends mehr. Und auch der digitale Zwilling, früher absolut an jeder Ecke, ist fast verschwunden. Ein Gastland gibt es auch 2024. Norwegen hat einen relativ überschaubaren Stand aufgebaut und zeigt, was das Land so industriell zu bieten hat. Die größeren Stände hat aber schon dieses Jahr das Gastland, das eigentlich für 2025 geplant ist, gebucht und dominiert definitiv auf dem Gelände. Kanada. Überall groß Kanada. Den meisten Besuchern dürften Gastland und Motto ohnehin egal sein. Sie interessieren sich für ihre Spezialthemen, für die sie gekommen sind, seien es Steckverbinder oder Kugellager, und die sind hier, um Ansprechpartner persönlich zu treffen und Geschäfte zu machen.